Staffel 2, Episode 2, Folge 5. Von The Walking Dead, sollte man vielleicht dazu sagen. Aber das naja, ist ja über dem Video. Was so. Soll es sonst sein? Richtig, es kann ja nur The Walking Dead sein. Gibt es irgendein anderes Spiel, was wir dreigeteilt aufzählen? Das stimmt. Ja, ich used to be a teacher. And I remember what it's like to be caught in the middle of two clips. Ich sage Highschool. I suspect they'll find common ground soon enough. It may take a little time, but that's just how these things work. Ja, also unsere Gruppe und deren Gruppe streiten sich so ein bisschen. Das war ja letzte Folge, das Listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. You get your hands dirty and you grease the wheels. What do you say? Will you help me work on them? Everything will not be fine. Do you really think everyone can just get along? So naiv kann er nicht sein. They say the world is over, but I'll tell you a secret. It's not. Oh, are more political secrets. Now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other, to empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeck. Have you read him? Well, we have plenty of time. What? My partner Matthew is amassing quite the literature. I think you'll like him. Ja, ich mochte ihn. Für den kurzen Moment, den wir ihn gekannt haben. Right. B, A. Irgendwas. Das war jetzt alles nicht so tiefgründig. Mehr so Smalltalk. What's the matter, Clementine? Is there something you want to tell me? You can talk to me, Clem. There's almost nothing you can tell me. Ich will das doch versuchen, Matthew zu umgehen, das zum Schiffen irgendwie. Also, ich bin sonst immer für Ehrlichkeit, aber ja. Es war ja nun so eine bescheuerte Situation. Matthew will be back soon. Kann er mal aufhören, über Matthew zu reden? Hey Kids, what are you two talking about? Oh, politics? The hell? The hell? In Florida, I would imagine you know all about politics. Man, I've got one advantage of living in the apocalypse, is not dealing with that shit. I was just gonna check the windows round back before this storm hits. Give us a hand? Sure. Miss? Kennen wir sie nicht? Ist sie nicht aus dem DLC? Please, do you have any food? Are you okay? War das nicht diese eine Geschichte mit der Tussi, die so total abgeranzt aussah? Die ähnelt ihr jetzt vom Erinnerung her. Das ist schon lange her, aber. Ja. Bonnie, doch, das. Walt, I don't know. You're just gonna let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? B, oder? Ja, also es ist einfach das sicherste. Yeah. Thank you. Really, but that storm will be on us soon and I gotta get back to my family. I'll bring something out to you then. You don't have to do that. No, no, it's fine. What about your people? We've got plenty. Sag das doch nicht immer. Warum erzählt er das jedem? Weil das gute Menschen sind, verdammt. Ja, uns gibt's hier ganz viel Zeug. Ja, wir überleben hier. Ist die Leuchtschrift über dem Haus? Ja. Hier gibt's Essen. Alle willkommen. Essen, kostenlose Medizin, alles super. Wie sie da steht. Ja, das weiß ich nicht. Kann man einfach mal sagen. Movie more? Here you are, miss. Said. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. Wenn er weiter so damit umgeht, dann können sie da aber nicht länger als eine Woche bleiben, weil es ist Essen alle. Nein, ich finde es korrekt. Ganz ehrlich. Ich bin da immer unsicher. Das wäre genau meine Einstellung, die ich auch vertreten würde. Deswegen überlebe ich ja auch zwei Wochen länger in der Zombie-Apokalypse als du, laut Facebook. Laut dieser Seite, wo man das überprüfen kann. Ich war sowieso überrascht, dass ich so lange überlebe. Ja, du, ach, wie viel waren es? Über 60 Tage? Ne? Ja, 70 sogar. 70 sogar. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Wahnsinn. Oh, jetzt kommt's. That guy on the bridge was Walter's brother. Nee. No way. Das wussten wir jetzt auch schon. Also haben wir uns gedacht. Das war doch sehr offensichtlich. I knew something was off, so I asked Rita about their friend. Thanks. Now they're all worried he's not back yet. I know he was.
For sure. Damn it. Damn it, Nick. Ja. Ach, Nick. Immer wenn Nick alles falsch macht. Im Spiel macht er das falsch und im Richtigen macht er alles richtig. Stimmt, so ist es. Glück im Leben, Pech im Spiel. Ich habe keine Ahnung. Mach du bist dann. What if he finds out anyway? Well, then we're fucked. But, you know, we'll just deal with it then. Now, you still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. It's with the other weapons. Okay, that well, go get rid of problem. It. Now I'll find Walter and run interference. Oh, and keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? Oh, it's nothing, man. I just wanted to check and see if you're okay. You coming to tuck me in? Yeah. Scheiße, ich sag's ihm. We have to tell you something. Ich bin immer zu ehrlich. Hey, if there's something going on, I want to know. No, just go back to bed, Nick. I'm serious. Ach, der wird jetzt durchdrehen, oder? Ja. Ach, scheiße. Du machst alles kaputt. Ach, du hast schon so viel mehr kaputt gemacht. Ich? Was hab ich kaputt gemacht? Du hast die Uhr geklaut. Naja, und die auch gut gewesen. Ja, aber er hat sie belohnt dafür, dass er jemand erschossen hat. God damn it. Hey, shut the fuck up. I can't, man. I can't. Do not fucking blow it. Blow it? It's over. I have to tell him, Luke. What? No, you can't. Nick, no. You cannot do that. Are you fucking nuts? I gotta. I can't live with that on me. Okay, I hear you, but I mean, fuck, man. Do you know what he's gonna do? You don't know he'll do anything. Du bist am Controller. Why, are you kidding me? Nick, you shot his friend. You should tell him. Yeah, yeah. Ich will die Welt brennen sehen. Fucking suicide. I'll live with it. Jesus Christ. Jesus. I can't handle this. Wir nehmen aber Jesus, der hat damit gar nichts zu tun. Just go do that thing. All right. Ich hätte das ja versucht, vorsichtig Kenny als erstes zu sagen. Like, Walter ist, glaube ich, der ruhigere von Kenny und Walter. Also aber Kenny ist nicht so mit Matthew. It's gone. Ach, die Katze ist eh schon aus dem Sack. Da hätten wir gar nichts mehr machen können. Also, wette ich. Die Sache war eh schon gelaufen. Meinst du? Ja, ich glaube, dass... Wegen dem Messer, was wir in der Hütte gefunden haben. Ja, das ist ja, doch sein Messer, genau. Das war eh schon durch. Wie? Are you okay? I always liked this knife. I gave it to Matthew when all this started. I know he's dead. Who did it? Was it that kid? What's his name? Nick? Heard him talking earlier or something about shooting a man. I could see it. Oh, God. I could see it on his face. Wasn't sure then. But now... X. Jetzt ist es sowieso zu spät. It was us. It was our fault. Ja, die Wahrheit hält dann in so einem Fall länger. Ja, ich meine, jetzt ist sowieso. Es ist durch. I don't feel good. Der Typ ist echt emotional ganz schön. Nick shot him. Is Nick a good man? Or is he just like everyone else? B eigentlich. Is he just one of those fuckers that don't give a shit about anyone but themselves? He is. He's a good guy, Walter. He saved my life. Alter, Nick, du bist sowas von tot. I told him something like this would happen, but he wouldn't listen. No, Matt always knew best. What's going on? You need to tell him. Tell him what? What happened on the bridge? Oh God. Tell me what you did. Just tell me, son. Tell me what happened. From a distance, it looked like anyone. I thought he was going to shoot my friends, and I shot Matthew. It happened real fast. I didn't know if I hit him, but I did, and I didn't mean to. Do you know what you've done to me?
you have any Nein, idea? Wissen wir nicht so genau, aber... I didn't mean to. I'm so sorry. I'm so sorry, Walter. Ah, das mit dem Messer ist gefährlich. Aber Walter ist, glaube ich, nicht so jemand, der mit dem Messer auf jemanden losgeht, oder? Ja. Also, so kam er mir die ganze Zeit. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Das wird schwierig. Der Sturm wird stärker. Ja. Walt, what's going on? Ich werde jetzt reingehen, weil es... Na, vor allen Dingen sollten sie das Ding abschalten. Ja. We gotta shut it down now. Nick, help me. Carry the guns. Guns? Ja. Waffen sind Waffen sind Waffen. Ach, süße. That thing's a damn dinner bell. Hm. Ich verstehe sowieso nicht, warum sie das schon vorher abgeschaltet haben. Ja, die hatten andere Sorgen. Also, ich glaube, die waren einfach abgelenkt. What the hell was that? Jetzt kommen die... Na, fuck. Damn it. Transformer must have gone. Das kann jetzt nicht so lange dauern, oder? Nee. Na, jetzt kommen wahrscheinlich jede Menge Walker, oder? Oh, vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Ja. What? Wie kommt sie denn jetzt da drauf? Weil sie weiß, dass sie ferngesteuert wird von zwei intelligenten, studierten Menschen. Aber wir gucken uns das jetzt erstmal an. So, da, den Knopf nicht drücken. Da, das ist doch gut. Schlüssel. Ist natürlich gut, ein Notschalter, der so aussieht wie ein Notschalter, wofür man aber erstmal irgendwie einen Schlüssel braucht und so. Ja, besser. We did it! Das hätte man früher hinkriegen können. Also, Stunden früher. Da hätte der Weihnachtsbaum nicht mehr so schön geleuchtet. Ja. Walker-Style. Zurück zur Lodge. Los, scheiße. Oh, der ist aber nicht so gefährlich, der hat keine Arme mehr. We don't have much ammunition. We gotta get back to the lodge. Ja. Hopp, rein. Na, bleib doch nicht noch länger stehen da. Jetzt geht doch. Nein! Wobei, jetzt ist auch egal. Ja. Da schießt sie einfach alle. So viele können wir ja nicht kommen. Ah, ich du hast ja eine Pistole, du kannst doch schießen. Hä? Du musst dich zur Seite. Very well. So, wir ziehen uns jetzt hier geordnet zurück, ja? Gut, so zieht das nicht aus. Wo gehen jetzt her? Aus der Lodge oder was? Ja, aus dem Keller. Hä? Wieso treffe ich denn nicht? Hä? Das waren doch jetzt Headshots, willst du mich verarschen? In der Serie brauchen sie immer nur einen Headshot pro Zombie, ja, nicht drei. Aber die Waffe ist halt schlecht. Die Waffe ist eigentlich super. Ja, ne? Wie? Ja, was soll ich jetzt machen? Da war ich schneller als das Spiel. Ja. Danke. Eins, zwei. Carlos! Estevez rettet unser Leben. Nein, nicht Carlos! Ach komm, dann hier aufs Gewehr. Siehst du, er braucht auch nur einen Schuss. Ja. Das ist gemein. Da haben wir doch schießen gelernt. Ja. Zombie! Rifle! Oh, komm! Ah, nicht schon wieder sowas! Schneller! Zieh mal! I got this! Boah! Okay, das sollte sie vielleicht noch üben ein bisschen. Komm. Ja! Ah, das ist gut, Messer. Nein, wo ist das Messer? Da. Damit können wir wenigstens umgehen. Hm. Und jetzt in die Fresse. Sehr gut. Ja, das war gut. Ich glaube, das Messer ist eh die bessere Waffe für sie. Alles was mit Rückstoß und schwer und so. Und wer noch?
Oh, 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 nein. Water. Water. Water's a good guy. Ja. Ja, ich wusste doch. Das siehst du und du sagst, ich mache alles falsch. Ich wusste, wir müssen es ihm sagen. Der kommt damit schon klar. Na, zu dem Zeitpunkt, wo er das Messer in der Hand hatte, musste man es auf jeden Fall sagen. Nee, ja, ich auch vorher schon, dachte ich, nachdem ich gesehen habe, wie er da dieses Essen... Aber du Essen... hast das Thema doch umgegangen. Nee, ich hab's ihm doch dann gesagt. Da hast du doch gemeint, nein, das kannst du nicht machen. Nick, solltest du es nicht erzählen. Ja, aber ich dachte doch, wenn Nick es weiß, dann rennt er sofort so labil, wie er ist, raus. Mhm. Und erzählt es ihm. Genau das wollte ich. Oh, scheiße. Kommen die da mit AKs. Oh, das wird jetzt ein Problem. Das wird jetzt schwierig. Ah, hallo. Den haben wir doch gerade Essen gegeben. Howdy, folks. Oh nein, 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 oh nein. Where's Rebecca? Carver. Ah. Carver ist der Vater. Or what? Das weiß aber der Schwarze, ne? Noch nicht. Der Mann. Der denkt ja immer noch sein Kind. Das ist alles schwierig. It's you. Keep moving. Ihr seid ja wirklich nette Leute und dankbar und so. Ja, die war dann nur zum Spionieren, die wollte gar kein Essen. Nee, natürlich nicht. Klasse. Aber. Kiste Essen verschwendet an die blöden Idioten. Das ist ja das Problem, ne? Wenn man nett sein will, wird man meistens nur verarscht. Ja, das ist es. Trotzdem würde ich mich immer wieder dafür entscheiden. Ganz schön dämlich. Ja, also ich könnte das nicht pauschal sagen, glaube ich. Also in manchen Situationen sicher. An manchen. Aber das wird jetzt eine schwierige Situation. Na gut, wollen wir uns das für die nächste Folge aufheben? Ich denke, das können wir machen. Ja. Ob sie uns entdecken, finden wir dann in Folge 6 raus. Genau, macht's gut.